Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich möchte euch heute in diesem Video zeigen, wie ihr mittels Rastertechnik ein fotorealistisches Bild auf Leinwand bringt. So, und jetzt möchte ich euch auch schon zeigen, wie das Ganze funktioniert. Und zwar habe ich vorab ein Foto ausgedruckt. Wichtig ist auch für euch, dass ihr immer dran denkt, die Fotorechte liegen natürlich beim Urheber. Das Foto ist ein privates Foto und ich habe das okay dafür bekommen. Und ich möchte euch anhand dieses Fotos zeigen, wie diese Rastertechnik ganz genau funktioniert. Und zwar habe ich dieses Foto, das war natürlich ein ganz kleines Foto, habe ich vergrößert und jetzt auf A4 ausgedruckt. Und ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann. Ich gehe ein bisschen weiter ran jetzt gleich zu euch. Dann habe ich ein Raster hier drauf gezeichnet. Genau, und dieses Raster ist in einem Abstand von jeweils 2 cm. Das sind 2 cm, nochmal 2, 2, 2, 3. Ne? Immer wieder 2, 2, 2 cm. Und das Ganze ist hier quadratisch. Also das hier ist quadratisch angeordnet und ich werde jetzt das ausschneiden hier, so dass wir genau 10 Kästchen hier haben auf dieser Vorlage. Und diese 10 Kästchen, die werde ich hier auch auf der Leinwand markieren. Zeige ich das genau. Also das sind immer ein Kästchen hat hier immer 2 cm mal 2 cm. Und hier werde ich aber auf der Leinwand, weil die 30 cm breit ist, werde ich dann 3 cm nehmen anstatt 2 cm. Ich möchte es nicht in der Originalgröße haben, sondern sogar noch ein bisschen größer. Ich messe jetzt die einzelnen Linien ab. Also horizontal und vertikal, je 3 cm, also 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 und so weiter. Und auf der anderen Seite halt dann auch. Und dann entstehen genau diese Kästchen. Also quasi beim vierten Kästchen, 1, 2, 3, 4, im unteren Bereich beginnt das Kinn. Also hier. Und es geht bis hier. So, jetzt gehe ich weiter. Das Kinn. Bis hier dieses Kästchen. Und berührt dieses Kästchen. Und so arbeitet ihr nach und nach Kästchen für Kästchen ab. Könnt ihr noch mal schauen. Wichtig ist halt, dass die Proportionen noch immer übereinstimmen. Hier seht ihr es noch mal genau, dass sich das Gesicht in 3 Drittel einteilt. Der untere Abschnitt vom Kinn bis zur Nasenspitze. Genau. Dann der nächste Teil, der Nase-Augenbereich, der dann immer oben im Ohrenbereich endet. Hier an diesem Beispiel kann man das ganz gut nachvollziehen. Normalerweise arbeite ich nicht mit dieser Rastertechnik, aber ein Film, den ich vor kurzem gesehen habe, hat mich dazu inspiriert und ich dachte, ich möchte genau dieses einmal versuchen und euch dann auch bildlich festhalten, damit ihr sehen könnt, wie einfach sich das machen lässt. Natürlich müsst ihr trotzdem immer noch malen. Das ist jetzt kein Malen nach Zahlen, sondern dient zur Vereinfachung, um die Proportionen am besten darzustellen, wenn man noch kein Gefühl dafür hat. Okay. Gut. Und wenn halt vor allen Dingen das Bild 1 zu 1 halt wiedergegeben werden soll, ist es eine gute Möglichkeit, dieses auf die Leinwand oder auf das Papier zu bringen.
So nach und nach setze ich die letzten Bildelemente und die grobe Vorzeichnung ist fertig. Ich würde jetzt tatsächlich mit dem Schwarz hier beginnen, um dann zu sehen, wie weit das Bild abgegrenzt ist. Diese weiße Linie übertrage ich hier nicht. So nach und nach fülle ich jetzt die Leinwand mit Farbe. Ich mische das Weiß mit dem Schwarz. Ich habe drei verschiedene Weißtöne ausgewählt. Einmal Mischweiß, einmal Titanweiß und das andere ist dann Elfenbeinweiß. Das Elfenbeinweiß hat so ein bisschen Gelbton mit drin, es bringt ein bisschen Leuchtkraft mit rein in Form von diesem leichten Gelbton und das hellste Weiß ist dann in diesem Fall das Titanweiß. Mit dem Titanweiß setze ich ganz bewusst dann die Lichtreflexe. Ich schaue immer auf meine Vorlage in dem Fall und gucke genau, wo liegt das Licht, wo ist der Schatten. Wo ändert sich dann die Farbe und mische immer wieder dann das Weiß mit dem Schwarz und umgekehrt. So baut sich jetzt so nach und nach das Bild auf. Dieses Raster, was ich halt vorher gelegt habe, diente nur dem groben Proportionsverständnis. Und die Farben muss ich natürlich selbst mischen und genau abwägen, wo ich dann welche Farbe lege. Ich benutze auch ab und zu mal den Finger oder den Daumen. So. Jetzt werde ich dieses Bild auch großflächiger füllen mit Schwarz und dann kommt das Gesicht auch weiter raus. Könnt ihr auch sehen, wie sich das Porträt langsam vom Hintergrund abhebt. Ich habe das Bild einmal für euch gedreht. Und da ich vorher eine Vorzeichnung gemacht habe, kann ich ganz genau sehen, wo jetzt das Lametta, was sich dort im Hintergrund befindet, was so diesen Leuchteffekt hat, gemalt werden muss. Genau, zwischendurch klappe ich das Bild auch mal hoch, damit ich es auch von einer anderen Position sehen kann. Hier könnt ihr nochmal sehen, wie ich ganz fein die Haare ausarbeite und das Bild halt nicht, wie es vielleicht scheinen kann, in diesen schnellen Aufnahmen in so einer Hauruck-Aktion passiert, sondern ich mir da ganz bewusst Zeit lasse. Genau immer wieder schaue auf das Original, schaue, wo da das Licht sitzt, also die hellen Bereiche sind und wo die Schatten sind, also die dunklen Bereiche. Schaue auch nochmal genau, wo ich noch Sachen ausbessern kann. Fertige das Bild dann bis zum Ende fertig. Ich schaue immer wieder nochmal auf die Vorlage und übertrage dann die hell und dunklen Bereiche direkt auf meine Leinwand. Ich setze jetzt nochmal ein paar schwarze Akzente.
Wichtig ist auch zwischendurch mal die Position der Leinwand zu ändern, weil die frische Acrylfarbe reflektiert auch und so können wir dann auch besser sehen, wenn man von einer anderen Position ausschaut, ob tatsächlich alles so passt, was das Licht angeht und die Schattenbereiche. Genau. Ja, ich fertige jetzt das Bild zu Ende, schaue nochmal die einzelnen Feinheiten nach, was da aufzubessern ist. Hier könnt ihr auch nochmal genau sehen, in welchem Tempo ich normal male. Vorne habe ich ja kurz mal vorgespult, damit ihr nicht die ganze Zeit zuschauen müsst. Der Vorgang dauert natürlich über Stunden. Das Bild ist nicht innerhalb von 10, 15 Minuten fertig, auch wenn das vielleicht so den Eindruck hinterlässt. Aber nein, da brauche ich natürlich auch meine Zeit für. Wichtig ist immer wieder zu schauen zum Original, dann wieder auf die Leinwand zu gucken, immer wieder das Bild zu drehen und genau zu überprüfen, ob dann alles so korrekt übertragen wurde. Wie ihr seht, ich heb ab und zu mal das Bild hoch. Genau. Ja, vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Wenn ihr möchtet, hinterlasst gerne ein Like da oder einen Kommentar. Abonniert gerne meinen Kanal. Ich bin auch zu finden auf Facebook und auf Instagram unter Holger van der Haag. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder reinschaut und wünsche euch noch viel Spaß beim Selbermalen. Habt eine schöne Zeit und genießt es. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hier seht ihr nochmal im Schnelldurchlauf, wie es dann weitergeht. Und so ist jetzt das fertige Bild. Ihr könnt die Rastertechnik natürlich auch für andere Malweisen verwenden, zum Beispiel wenn ihr mit Kreide malen möchtet oder einfach eine Zeichnung machen möchtet. Vielen Dank fürs Zuschauen.